Moin Moin, weiter geht's mit Regiments. Diesmal übernehmen wir die Bundeswehr und zwar die Panzerbrigade 14 am 5. Juni 1989 in der Reaktion. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Chaos jenseits der Mauer auf uns übergreifen würde. MBC-Truppen haben die Wolke, die über die Grenze zog, als überwiegend chlorhaltig identifiziert. Es sieht zwar nicht nach einem gezielten chemischen Angriff aus, aber die Opfer unter den Bundesgrenzschützern und Zivilisten lassen uns kaum eine andere Wahl. Starke Störungen von jenseits der Grenze verhindern immer noch eine effektive Kommunikation mit dem Hauptquartier der 5. Division. Angesichts der katastrophalen Lage lautet der Befehl wie folgt: Die 14. Panzerbrigade geht im vollen Umfang ABC vorbereitet direkt an der innerdeutschen Grenze in Stellung. Alle Elemente der Volksarmee sind bei Sicht Kontakt zu bekämpfen. Ihre Kampfgruppe hat eine besondere Mission, eine, die sie über die Grenze hinausführt. Dort haben sie vor allem zwei Aufgaben zu erfüllen. Sichern Sie die Quelle des Chemieunfalls, machen Sie die Störsender ausfindig und schalten Sie mit allen erforderlichen Mitteln aus. Aus offensichtlichen Gründen wird die Verstärkung sehr begrenzt sein. Während eine ganze ostdeutsche Panzerdivision langsam in das Gebiet strömt, handeln Sie zügig, aber umsichtig. Lassen Sie sich nicht von Ihrer Übermacht überwältigen. Okay, wir haben Zeitmenge von 3 Phasen. Einstellung lasse ich mal auf Standard. Unsere Ziele sind den Bahnhof einnehmen und halten und feindliche Störsender aufspüren und zerstören. Holla! Das wird doch mal interessant. Also wir haben Lux, Leo-2A4, 3 Züge, Marder, haben wir 3 Züge. Die hätte ich jetzt gerne in der Ukraine. Oh, da haben wir noch M109G, Gepard, den haben sie immerhin. Sehr schön. Da bin ich auch ein Stück weit wieder in meinen alten Gefilden. Ich war ja mal Panzergrenadier, 2 Jahre lang. Da wollen wir mal, nehmen wir mal mehr Einsatzpunkte, würde ich sagen. Gehen wir mal 2 rein, was haben wir denn zur Auswahl? Lars, 2 Raketenwerfer, das wäre geil. Oder ein Heli. Panzergrenadiere, Pioniere. Lux noch zusätzlich zur Aufklärung und ein Mehrfachraketenwerfer. Kann ich mir gar nicht leisten, 125. Ach, ich überlege schon, als ob ich es nehmen will, aber nee. Gut, dann lassen wir das erstmal raus. Wir haben die Einsatzpunkte erhöht. Wir gehen erstmal so rein. Wir müssen einnehmen und verteidigen. Ich will, jetzt haben wir, also am besten klingt für mich entweder noch zusätzliche Sperrfeuer, wenn wir in die Defensive geraten haben. Komm, wir nehmen das Sperrfeuer. So, und da wären wir. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier den Bahnhof, den wir einnehmen sollen, dort wo der Chemieschlag war, also der Schlag mit chemischen Waffen. Mühlhausen selbst, den Stadtkern will ich eigentlich nicht angreifen. Wir brauchen ja eine Position, die wir gut verteidigen können. Ich glaube, ich werde mit einem Zug Panzergrenadiere, einen Zug Leo 2 werde ich dort hinten Charlie attackieren. Den Lux brauche ich hier, damit werde ich dieses Gebiet ausklären wollen. Die müssen in dieses Waldgebiet rein. Den Leo bringe ich hier in Stellung. Ich bringe nochmal einen zweiten Zug Panzergrenadiere hier zum Einsatz. Und
Die M109 sollen erstmal dorthin. Der Gepard soll hier diesen Luftraum abdecken. Und wir bringen auch hier schon mal Panzergrenadiere in Stellung. Den Nachschub werden wir zurückhalten erstmal. Und ihr sollt nicht attackieren. Ja, die fahren direkt von hier drüben. Die sollen im Schutz von diesem Waldstück vorrücken, im Sichtschutz. So, jetzt wird's interessant. Hier haben wir die Artillerieinstellung. Hier in dem Waldstück, wir werden erstmal Charlie angreifen. Ja, ich brauche den Lux. Zug mir den Lux hier drüben. Wir müssen mir das Gebiet aufklären. Aber immerhin abdrängen können. Ich werde mal hier hinten. Ah, was habe ich denn jetzt gemacht? War das nicht geplant? Oh, jetzt lasse ich es auch noch direkt zurückfahren. Also das Heck offenbaren. Das Gute ist, ich kann sie so halt zusammenschießen. Ja, komm, ihr könnt aus Feuer aufnehmen. Wir schicken mal Nachschub. So, die Panzergrenadiere können mit dem Marder vorrücken. Den Panzergrenadierzug setze ich hier in dem Waldstück schon mal ein. Gepard schicke ich mit vor. So, damit haben wir Charlie eingenommen. Über das Feld anzugreifen. Sind die denn der?
Meine Güte, wollen die ihre Leute umbringen? Scheiße, da kriegt man ja richtig Gewissensbisse. Meine Güte, aber wirklich übers offene Feld. Zwei Züge dicht gepackt. Das war ja das reinste Scheibenschießen. Ich will die Gelegenheit eigentlich auch ergreifen und Mühlhausen den Ortskern attackieren. Ach, ich hab den falschen Zug noch ausgerüstet gehabt. So, steigt mal aus. Die haben hier keine Leute stationiert. Die haben eben mit der Besatzung aus diesem Gebiet angegriffen. Wahnsinn! Wahnsinn! Zone capture. So, Zeit für die Panzergrenadiere einzugreifen und das Gebiet einzunehmen. Gebiet haben wir, hier haben wir. So, die Artillerie ziehen wir mal nach. Den Leo 2 Zug holen wir jetzt auch mal in den Einsatz rein. Luxe soll mal hier hinten das Gebiet aufklären. Erwarte Befehle. Richtig, Ende. Kann es sein, dass die den ganzen Stadtkern unbewacht lassen? Aufklärung. Jetzt wollen sie es von da hinten wissen. Zone captured. Da hinten haben sie auch noch Artillerie. Sie wollen es von der Seite versuchen. Ich werde mal die Leo 2 mit hier hinten platzieren, den Zug. Muss die Flanke abdecken.
So. Und hier müssen wir uns langsam in Stellung bringen, dass wir den Bahnhof attackieren können. Positionieren wir mal die Artillerie. Wir versorgen mal die Panzergrenadiere neu. Hier im Ort sollen die Panzergrenadiere alles abfangen, was versucht uns in die Flanke reinzufallen. Da kommt doch schon mehr. E55. E72. Und die Gepard habe ich auf der falschen Seite. Das hätte der Nachteil gerade, dass... alles so weit auseinandergezogen ist gerade. Hier drüben sieht es aus, wenn die Truppen standhalten und auch den Angriff zurückschlagen können. Jetzt ist hier interessant. So, haut mir mal da rein. Eigentlich müsstest du jetzt die mit Munition versorgen. Komm, tu deinen Job. Er geht doch. Die Artillerie könnte ich natürlich auch wesentlich weiter hinten lassen, aber da meine Truppen nicht ausreichen, um den rückwärtigen Raum auch vollständig abzudecken, muss ich sie jetzt sehen, dass ich sie halbwegs in der Nähe meiner Einheiten halte. Hier wird Zeit vorzurücken. Ich will die Artillerie hinten ausschalten. Ach, ein Leo verloren. Erwarte Befehle.
Zone captured. 5 minutes remaining. Da haben wir einen Grenadierzug, aber schon extrem angeschlagen. Setzen mal Sperrfeuer ein und rücken mit den Grenadieren vor. Und da haben wir Sperrfeuer. Zone captured. So, wir haben den Bahnhof. Da versuchen sie nochmal einen Angriff. Ich muss den Gepard anziehen. Und ich brauche den Lux hier vorne. Jetzt natürlich interessant. Also wir sind relativ weit vorgedrungen. Ich hätte zwar gerne auch wieder Rodeberg, aber das wird diesmal ist noch zu früh. Und in der ersten Phase, ich habe relativ viel eingenommen. Das muss ja auch verteidigt werden. Wieder Panzergrenadiere ohne Unterstützung über die freie Pläne. Zone captured. Schweine am Napalm eingesetzt. Ja, mir geht der Nachschub aus. Ich muss den Nachschubzug zurückziehen. Also mit neueren weiteren Angriffen jetzt in der letzten Minute, da brauche ich erst gar nicht anfangen. Jetzt heißt Stellung halten. One minute remaining. Mal gucken, was wir an gegnerischen Einheiten ausschalten können. Ich hoffe, die Artillerie verrät sich nochmal. Ich glaube, dem Fallen werden sie mir nicht tun. Die brauche ich gar nicht mehr so weit zurückschicken. Ja, weiter stoße ich nicht vor. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition. Und damit können wir dann in Phase 2 gehen. Wir haben den Bahnhof eingenommen.
Wir haben den Stadtkern eingenommen. Wir sind hier bis zu den Lagerhäusern vorgestoßen. Gucken wir mal. Wir haben 6 Tote. Der Feind hat 133 Tote. Verwundete 22. Auf unserer Seite 343. Ja, allein dieser Angriff quer über die Pampa, wo 2 Züge von mir aufgerieben worden sind. Wahnsinn. Verlorene Fahrzeuge haben wir 3. Der Feind hat 64 Fahrzeuge verloren und 2 Hubschrauber konnten wir abschießen. 8 eroberte Ziele. Also ich würde mal sagen. So, und damit haben wir den ersten Einsatz hinter uns gebracht. Die Bundeswehr hat zugeschlagen. Wir haben den Stadtkern von Mühlhausen eingenommen. In der nächsten Folge wird es natürlich hart. Wir müssen diese Hügelkette angreifen, den Rohleberg. Mal gucken, wie das gelingt, ob wir dafür überhaupt die Kräfte haben. Ja, und dann schauen wir mal. Wir müssen ja auch noch den Störsender finden. Und wir haben noch 2 Phasen Zeit. Also, seht auch wieder bei der nächsten Phase dann zu der nächsten Folge natürlich. Drückt gefällt mir, kommentiert und über mir könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es nicht getan habt. Auf der anderen Seite findet ihr eine Playlist und ein zufällig ausgewähltes Video. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!